Da ist mir der Helm weggeflogen. Also, das war jetzt der letzte Kampf. Ich meine, wir haben, wie lange haben wir jetzt den Endgegner mega mäßig bösen, schwarzen, feuerspeienden Drachen? Haben wir in 30 Sekunden besiegt oder in einer Minute oder was das war? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch. Ist ja unglaublich. Es war eine Schlacht, über die man noch viele Jahrhunderte sprechen würde. Der Tag, an dem der Held von Orkvale den Drachen Messerjack besiegte. Der Tag, an dem die Kreatur hinter der Maske endlich von dieser Welt verbannt wurde. Und hier muss unsere Geschichte enden. Auch wenn selbst die Hoffnungsvollsten wussten, dass der Kampf zwischen Gut und Böse niemals vorbei sein würde. Und was aus der Gilde und ihren Helden geworden ist, tja, das ist eine andere Geschichte. Ja, und damit haben wir, und ich möchte hinzufügen, endlich Fable The Lost Chapters, wisst ihr schon, ne, haben wir endlich durchgespielt, das erste Kapitel und das zweite Kapitel, und ich würde mal sagen, trotz einiger Verpeilungen, hallo kleine Minimap, haben wir das Ding eigentlich meisterhaft durchbekommen. Wir haben zwar leider nicht alle Silberschlüssel gefunden, wir haben leider nicht alle steinernen Türen geöffnet, aber wir erhalten bestimmt noch eine Chance dazu, sobald wir auf Böse durchspielen. Und sieh mal einer da, ich möchte ganz kurz erwähnen, dass das Fable-Intro-Lied von Danny Elfman komponiert wurde. Das ist auch der Komponist, der immer bei Tim Burton die Filmmusik macht, und das Titellied ist auch extrem geil, muss man ja mal so sagen. Und wen haben wir denn hier noch? Ach, die sind schon alle durchgelaufen. Das sind erstaunlich kurze Credits, muss ich mal sagen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Mir persönlich hat es extrem Spaß gemacht, war auch extrem lustig. Und in diesem Sinne sehen wir uns wahrscheinlich wieder bei Fable 3, weil der zweite Teil ja leider nicht für den PC rauskam. Werden wir den überspringen müssen, und sobald Fable 3 rauskommt, werde ich mal gucken, wann ich es schaffe, das endlich zu zocken. Ein paar Credits. Ach, das sind jetzt die Microsoft Game Studios, wie zum Beispiel Jeff Holzhauer, Rick Martinez, Denon Davis aus der Produktionsleitung, ich grüße dich. Und auch Patrick Barker und Erika Carlson, die waren nämlich für die Tests verantwortlich. Und da haben wir noch ein riesen Testteam, Kompatibilitätsteam mit Patrick Escolesi, der war da verantwortlich. In der Produktplanung saßen Todd Stevens und der unglaubliche Jay Ong. Die Entwicklung übernahmen Oris Zborowski, in dem Management Jess Janosow war der Verantwortliche, und dann haben wir die anderen Entwickler. Aber im Grunde genommen hätte ich lieber Lionhead vorlesen sollen, nicht Microsoft, aber was soll's. Auf jeden Fall sehen wir im Hintergrund noch ein bisschen die Fresken unserer Heldentaten durchflimmern. Und ich bin wirklich gespannt auf Fable 3. Ich habe es bis jetzt vermieden, mir dazu Let's Plays anzuschauen. Außer eine Folge heimlich habe ich bei CK reingelinst. Ich war einfach schwach. Ich musste sehen und mal gucken, was uns da erwartet. Und mal schauen, was wir dann als nächstes Game zocken werden. Die Datenkompression war übrigens von oberhumor.com, ne? Wollte ich nochmal sagen. Da kamen verschiedene Fragen auf. Ich wurde oft gefragt, Mensch, Gronkh, von wem war denn jetzt die Datenkompression? Ja, die war von oberhumor.com. Hätte man nicht geglaubt, aber jetzt weiß man es ja. Und folgende Babys wurden geboren. Dylan James Butsugbe, Maya Edwards, Emily Cyan Ricks und Lottie Jo Shaw. Das sind die Babys, die während der Produktion des Spiels geboren wurden und inzwischen auch schon ein paar Jährchen älter sind. Also so 40, 50. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich kann mich jetzt schon verabschieden. Ach, Dank gilt noch dem Original-Fable-Team. Peter Molyneux, die alte Spiele-Ikone.
Dean Carter und Ben Huskins, Mark Webley, Josh Atkins, die Programmierer Simon Carter, Martin Bell, Caspar Dogar, Lion Denniston, Martin Dixon, Matt Dixon, Alex Dodessel, Mike Ducker, Tuck L. Fung, Alan Harding, Josh Moore, Thanos Nikolaus. Ich komme da überhaupt nicht hinterher. Für die Skripts waren auch viele verantwortlich. Für die Animation zum Beispiel Dean Finnegan, Karim Biri, Chris Darling, Paul Franklin, der unglaubliche Luke Lemaire, Andrew Lindsay, Gianni Malpeli, John McCormack und Francis Pang. Für die Grafik war Ian Lovett verantwortlich und Ian Fichli war Assistenzverantwortlicher. Ich kann das hier nicht lesen, das scrollt so schnell vorbei. Schade eigentlich. Also, alles ganz hervorragende Menschen hier auf der linken Seite. Und es sieht so aus, das hatten wir doch alles schon mal, oder? Nee, hat man nicht. Hier sieht man noch mal Danny Elfman, der Mix ist von Dennis Sands bei der Musik. Und die andere Musik ist von Russell Shaw. Den haben wir ja, das haben wir am Grab gestanden. Und das Philharmonia-Orchester hat orchestriert. Ja, und im Chor waren die Pinewood Singers. Und die Datenkompression ist übrigens von oberhumor.com. Da wurde ich sehr oft gefragt, Mensch, Gronkh, sag doch mal, wer hatte die Datenkompression gemacht? Ja, das war oberhumor.com. Falls ich das noch nie erwähnt haben sollte. Und der Support fand statt durch Handpainted Doc. Das ist ja eine lustige Spielefirma. Und danke an die Freunde bei alterego.net, fablefrance.com, planetxbox.com, Project Ego. Ach, das war ja auch so eine Sache, Project Ego. Das ist ja lange her. Lionsource.com und fablefan.nl. Das finde ich ja süß, dass sie sich bei Fanseiten bedanken. Ja, hier kommen wir noch Verwaltung und Geschäftsbetrieb. Da mal wieder Peter Molyneux, Mark Webley, Tim Runs, Peter Murphy, Steve Hutchings. Und da sind noch die englischen Sprecher, wobei ich da aber keinen kenne. Die deutschen Sprecher waren auf jeden Fall teilweise sehr bekannte Sprecher, aber ich muss leider sagen, es waren einfach zu wenige verschiedene Sprecher. Also manche Stimmen kamen da echt im guten Dutzend vor. Zum Beispiel Marshall, zum Beispiel der You Don't Know Jackman, dessen Namen ich nicht weiß und so weiter und so fort. Auch Lisa Simpson Synchronstimme kam da öfter mal vor oder Ralph von den Simpsons, der war da auch öfter mal dabei. Naja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Ich verabschiede mich schon mal. Ich weiß nicht, ob jetzt noch mehr Credits kommen. Auf jeden Fall habe ich genug gequatscht. Und da war schon wieder die Microsoft Game Studios. Wiederholt sich das denn jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Escape. Verabschiede mich aber vorher von euch. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Game. Ich hoffe, ihr bleibt mir ein bisschen treu. Und ich hoffe, ihr zieht euch auch die anderen Let's Plays rein, derer es mannigfaltig an der Anzahl sind. Ja. Und im Spielvergnügen. Ja, also in diesem Sinne, bis demnächst mal wieder, euer Grönkel und ich sag mal Tschüssikowski.